Okay. Aufzeichnung läuft. Erstmal vorneweg, Heiko, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, wir haben ja gestern schon in unserem Call kurz gesprochen, aber jetzt geht es tatsächlich darum, anderen vielleicht zu berichten, was möglich ist, beziehungsweise auch andere zu inspirieren. Ja, dementsprechend stell dich doch mal ganz kurz in zwei knackigen Sätzen vor. Wer bist du? Ja, also mein Name ist Heiko Bayer. Ich komme aus Chemnitz, aus dem schönen Sachsenland. Ja, bin vom Job her Bauunternehmer. Viel unterwegs natürlich, um in Richtung des Themas zu kommen. Natürlich, wie es vielleicht vielen so geht, die viel unterwegs sind, ist natürlich die Ernährung nicht immer die gesündeste. Wie das so ist, die Bockwurst hier an der Tankstelle, der schnelle Imbiss oder vielleicht gar nichts bis zum Kopfschmerz. Was stark zu lernen war, war Trinken. Warte, warte, du gehst schon weit rein. Pass auf, nein, alles gut. Also, wie Wenn alt das bist so. du? Wie alt bist du, Heiko? Ich bin 52. Jawohl. Sag mir doch mal bitte vorneweg, wenn du es noch auf dem Schirm hast, wie sind wir zueinander gekommen, beziehungsweise wie haben wir zueinander gefunden? Also ich habe vom Prinzip her einfach, das waren YouTube. YouTube. Ja. Du hast, glaube ich, mal eine Werbeanzeige von mir gesehen und Richtig. hattest dich darauf Richtig. gemeldet. Und dann hat es aber trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen gedauert, alles in allem. Also im Gesamten ein Jahr, Ja. weil ich war der Typ, der gesagt hat, also hier, genau für dich, ohne Sport und ohne Hungern und die Kilos. Und da habe ich gedacht, oh je, wieder so einer. Aber dann schaust du doch mal genauer hin, erhast die eine oder andere Information dir und überlegst, kann das sein? Und weil gerade Sport ist ja immer so das Thema, wo du sagst, nur dadurch, man assoziiert es ja, hungert mit Absolut. Minuten oder macht viel Sport. Das ist ja dieses, ne? Und viel Sport war jetzt nicht so meins. Trotz Gymbesuch, viel Fahrrad, da ziehe ich nichts, viel Cardio und dann kommt der gewünschte Erfolg nicht. Ernährungsberatung, die konventionelle Art über die Krankenkasse, Ja, stimmt. ja, war auch nicht der Erfolg da und dann hast du irgendwann den Punkt und der war bei mir halt, wo du sagst, greifst du den letzten so einen Faden als Chance oder ist es vielleicht wieder eine vertane Sache in Geld? Absolut. Und ja, wie das so ist, es gibt beides. Gibt natürlich auch viele Scharlatane auf dem Markt, wo also du sagst, na gut, das war es nichts mit dem Geld, das war rausgeschmissen, das ging nicht. Ja, so sind wir erstmal zueinander gekommen, dann hast du mich nicht in Ruhe gelassen, hast ab. Wir haben dann LinkedIn, haben wir uns verlinkt. Und dann hast du ab und zu noch mal so einen Stocher gegeben. Mensch, Heiko, was ist jetzt? Hast du, möchtest du? Und in diesem Jahr war es so, da hatte ich dann wirklich die Grenze erreicht des Gewichtes. Jetzt nicht nur gesundheitlich, wo du sagst, oh, das wird aber alles ganz eng, sondern auch eben, dass du immer an Grenzen stößt. Du möchtest dir mal schöne Anziehsachen kaufen. Ja, in der 3XL leider nicht verfügbar. Oder ganz simples, verrücktes Beispiel: Im Urlaub wollte ich Kamel reiten. Ich habe leider das Gewicht überschritten. Und das sind diese Dinge in der Summe, wo du sagst: Jetzt habe ich aber die Nase voll, jetzt muss ich was tun. 52 Jahre alt oder damals noch 51. Wenn du so weitermachst, wie alt willst du werden und wie alt wirst du so, wenn diese Kilosteigerung weiter so proportional läuft, wie es gelaufen ist? Ne? Absolut, absolut. Da hast du schon zwei, drei wesentliche Punkte oder auch Faktoren aufgegriffen. Sag mir doch mal alles in allem, wo standest du am Anfang und wo stehst du heute? Ich meine, wir haben jetzt 3 Monate, quasi 12 Wochen zusammengearbeitet, um das Ganze mal in Zahlen, ja, irgendwie aufzuzeigen. Sag mir doch mal, was ist denn passiert in den 3 Monaten? Ganz nüchtern einfach. Also vom Prinzip her, so richtig nüchtern gesagt, sind es in den 12 Wochen genau, punktgenau wie versprochen von dir, das muss man einfach auch respektvoll sagen,
20 Kilo weniger geworden. Also ich bin bei 118 gestartet und unglaublich. Also es ist heute noch unglaublich und ich hatte heute wieder einen Containerfahrer, das ist noch so nebenbei, der ernsthaft fragte, Mensch, bist du krank? Ist ernsthaft das mit dir? Und dann kannst du, und das ist das Schöne, weil es nicht so ist, lächeln und kannst sagen, nein, ich habe einfach nur mal ein bisschen weniger. Und wenn du dann eben die Plauze von den anderen siehst, denkst du dir, schön. Geil. Heiko, es ist wirklich der Wahnsinn. Sag mal ganz nebenbei, wie viel Sport hast du denn in den letzten 3 Monaten getrieben, alles in allem? Null. Okay. Und eine andere wichtige oder auch wesentliche Frage, weil ich erinnere mich logischerweise auch an unser allererstes Gespräch. Wie viel Geld hast du denn summa summarum in den letzten Jahren in Coachings, Betreuung, Beratung so ungefähr investiert? Werf mal eine Zahl in den Raum, ja, auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Sag mal, was hast du so investiert alles in allem? Also ich mache so seit 20 Jahren, bin ich so immer auf der Suche, verschiedene Coachings, ob das Gesundheit, Gewicht oder ob das Business ist und wie auch immer. Ich roundabout so 30.000 bis 50.000 Euro. Also auch höher dotierte Sachen dabei gewesen, kann man so ein Stück beschämend sagen, Nee, ja. um Gottes Willen. Also das bedeutet ja im Umkehrschluss eigentlich, dass du daran interessiert bist, dich stets weiterzuentwickeln, was ja erstmal nur positiv ist. Jetzt kommt, genau, ja, Von der Seite ja, natürlich. absolut, ja. Ne? Ja, bestimmt. Aber jetzt kommt das Interessante. Das hatten wir auch in unserem allerersten Gespräch. Du hast ja auch eine Partnerin, eine Frau, und die kriegt das ja irgendwo auch immer mit. Und es hat ja nicht alles so gut funktioniert, wie es vielleicht hätte funktionieren können. Wie stand deine Frau zu der ganzen Thematik und wie sieht sie vielleicht auch diese spezielle Thematik hier bezogen auf unsere, ja, Zusammenarbeit? Also vom Prinzip her kann man sagen, nach den vielen Jahren Coachings in verschiedensten Formen von Videos, wie das damals so war mit Videoboxen, bis hin zu auch persönlichen Kontakten über Call, war es halt so, dass auch viel, viel Geld verbrannt wurde. Und daher kommt natürlich auch die gesunde Skepsis meiner Frau, die sagt, ah, nee, jetzt kommt der wieder mit sowas. Und das schöne Urlaubsgeld. Und aber ja, es ist vielleicht auch ein Stück so sein Hobby, muss man ihm zugestehen. Er ja, sucht da halt seine Wege und naja, aber sehr, sehr skeptisch. Es hat sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet. Umso stolzer bin ich halt heute, weil sie natürlich gesehen hat, wenn man ernsthaft will, und das ist die Voraussetzung dafür, man muss es selber aus sich erarbeiten. Das ist die beste Videobox, das beste Call, das beste 1:1-Anleitung hilft nicht. Du bist selbst der Umsetzer. 100%. Du musst die Disziplin entwickeln, jemanden auch zu vertrauen, um zu sagen, komm, 12 Wochen legst du mal dein Leben in seine Hand. Wenn es nicht funktioniert hat, was hast du riskiert? Was hast du, ja, das Geld, das Schöne, der Urlaub, die Woche Urlaub meinetwegen in der Sonne, aber mehr ist es nicht. Aber was kannst du Positives herausholen? Und umso stolzer bin ich halt auf mich, das muss man immer so sagen, das 100 genießt. Prozent, absolut. Habe ich mit dieser Disziplin und unter der Voraussetzung, wie ich gerade sagte, dass man sich der völligen Hingabe, was dir da erzählt, muss passen und dann traust du da mal der Situation. Unter der Voraussetzung habe ich das halt gemacht und zum Glück meine Frau dazu bewegen können, zu sagen, komm jetzt. Na gut, wenn es dein großer Traum ist und dein großer Wunsch ist, dann machen wir das. Ist ja klar, ich habe ja auch meine Schuhe und mein Parfüm und mein Zeug. Und heute sieht sie es anders. Heute sagt sie, aus Blick der Gesundheit ja auch, ne? Ich kann mich noch genau an das Argument erinnern, was du gesagt hast, wenn du mit deiner Frau sprichst, dann muss man ja davon ausgehen, wenn es deine Frau ist, dass sie ja nichts Schlechtes möchte. Und dieses Argument habe ich natürlich mitverwendet und habe gesagt, du,
meine Gesundheit liegt dir doch auch am Herzen. Also Absolut. dann, das ist es hier nicht das Millionärsvideo oder sonst was. Hier ist es eben, geht um Gesundheit. Sollte es nicht funktionieren, schade drum, aber so einen seidenen Faden, wenn du vieles versucht hast, ne, dann nimmst du den immer mal. Richtig, richtig cool, richtig cool. Und jetzt im Nachgang ist sie mit Sicherheit auch stolz auf dich, beziehungsweise sieht sie keine Nachteile aus deiner Entwicklung. Verbessere mich da gerne, wenn irgendetwas Nein, Negatives. Nein, ich bin nicht okay. hinzuzufügen. Okay, ja, super. Alles in allem, Heiko, hattest du das Gefühl die letzten Wochen, dass es schwierig für dich war, beziehungsweise ja, war es alles in allem herausfordernd oder war es, du hast immer mal wieder auch in den Calls so Sätze gesagt, es ist doch eigentlich zu einfach, um dafür Geld zu investieren. Wie stehst du zu der Aussage? Ja, also vom Prinzip her natürlich. Die größte Skepsis weißt du ja nach, also in der ersten Woche ist ja das, wo man sagt, komm, lass uns hier mal ohne Plan ein paar Grundsätze klären und so weiter. Da war für mich so der Punkt, ich trinke ganz gern das Feierabendbierchen. Und das war ja, wie du weißt, so meine größte Bedenken, dass ich sage, Mensch, wenn du jeden Abend so ein Bier getrunken hast, vielleicht auch zwei. Um nicht drei zu erwähnen, dann ist ja so eine Psychologie da drin. Und du hast mir mal den wichtigen Satz mir mitgegeben, Heiko, das ist nicht das Feierabendbier, das ist eigentlich wie drücke ich es jetzt aus, eher die Trance, also eher du suchst eher die Betäubung oder aus deinem Alltag heraus. Und jeden Bierchen wird ja sanfter. Und das war meine größte so gedanklich Herausforderung. Was ich dabei gelernt habe, ist, das war die am geringsten, weil einfach das wirklich eine Frage der Psyche ist. Und nur Kopf. Das ist nicht, natürlich hat das Herz geschrien und gesagt, Mensch, also heute ist Sonntag, morgen geht's los. Trink lieber vier mehr. Ja, absolut, absolut. Morgen ist der letzte, heute ist der letzte Tag. Und eigentlich war es totaler Quatsch, weil man hat das, wie ich schon sagte, angenommen, hat gesagt, du musst dich dem hingeben, es gehört Disziplin dazu. Es war auch nicht immer einfach, weil es natürlich zu Anfang so eine Umstellung ist, dass du sagst, deine Gewohnheiten, die du sonst hast, du fährst ja gar nicht mit dem Bewusstsein zur Imbissbude, du fährst hier einfach aus der Gewohnheit, ach, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe, da ist da davor der Braten, Bürgerstand, an, na, dieses Kopf. Na, und wenn du dir dessen bewusst bist, dann ist es eigentlich viel zu schade, dafür Geld zu bezahlen. Geil, ja, absolut. Heiko, wir sitzen ja logischerweise, ich sitze in Berlin und du eben nicht, hattest du ja eingangs schon gesagt. Wie ist es dadurch, dass wir uns bisher noch nie persönlich gesehen haben? Ist das ein Problem oder spielt das eine Rolle, dass wir in unterschiedlichen Städten sitzen und nur digital miteinander kommunizieren? Nee, nie und nimmer, weil vom Prinzip her erstens mal ist die Zeit sehr beschränkt, also bei mir, bei dir natürlich auch. Und dann genieße ich diese Sache, wo du sagst, diese halbe Stunde, wie auch immer. Viel wichtiger ist eigentlich, dass genau wenn ich dich brauche, ja, nicht, dass wir uns Dienstag treffen, Mittwoch kommt ein Problem, dann muss ich wieder warten bis nächsten Dienstag, sondern genau wenn ich dich brauche, zu sagen, ey, ich kann mich noch an ein Foto erinnern, das war in der ersten Woche, Skier. Ja, kann ich das jetzt essen oder kann ich. Ich weiß nicht. Also man hat ja gelernt, da greife ich dir vielleicht jetzt ein Stück vor, dreh mal die Lebensmittel um und schau doch mal, was du isst. Also hau nicht einfach wahllos alles in die Luge, sondern schau doch mal. Ich habe mich sehr geschämt beim Anfang, ersten zwei, dreimal, rewe Tür auf und dann guckst du das an und guckst eigentlich so links und rechts, beobachtet. Das war, bis du dann merkst, das Phänomen, dass du nicht allein bist. Und da ist eben aber die große Hilfe gewesen, mein Bild mit dem Skier. Ist das jetzt gut? Ich kann das hinten gar nicht richtig deuten, so und so viel Gramm. Ja, wie viel Gramm ist denn jetzt wieder, ne? Also, Absolut.
Kinogalerien und so weiter. Also das war für mich alles vollkommen ein Neuland. Ja. Und da brauchst du eben diese, und das war immer das meistgenutzteste, wenn ich so den Chat anschaue, dass der Chat da ist, wann immer es war, und da muss ich einen Hut ziehen, selbst nach 20 Uhr gab es noch eine Antwort. Und das war für mich undenkbar, ne? So 18 Uhr macht doch jemand mal das Handy aus. Also irgendwann ist er mal gut. Aber der Verrückte musste eben trotzdem noch warten. Jetzt hat mir meine Frau hier so ein Essen vorgesetzt, ich kann das nicht deuten, ich habe Angst. Weil du ja wirklich sagst, ich meine das ernst, und jetzt hast du vor jedem Ding auch so ein bisschen Respekt. Ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, das weiß ich nicht. Aber es war immer eine Antwort da, zumindest dann irgendwann am nächsten Morgen. Und das war eigentlich das Entscheidende. Nicht, ob wir uns jemals persönlich gesehen haben oder ob wir jetzt hier im Call oder du nimmst an einem Gruppencall teil. Das ist nicht das Entscheidende ist, wann immer ich dich brauche. Da Absolut. musst du da sein und eben nicht, wir treffen uns einmal die Woche. Das hat bei der Krankenkasse nicht funktioniert. Ich wollte es gar nicht ansprechen. Ich wollte es gar nicht ansprechen, aber das erlebe ich natürlich auch regelmäßig, dass Menschen dann sagen, naja, ich habe jetzt hier bei meiner Krankenkasse Betreuung und wie gesagt, ich möchte das nicht schlecht reden, aber es funktioniert in 9 von 10 Fällen nicht, weil es eben diesen einen auserkorenen Termin die Woche gibt, von mir aus auch 2 oder 3. Es funktioniert halt einfach nicht, weil es nicht persönlich genug ist. Ja? Du bist da eine Nummer und bei uns bist du halt im Normalfall, wie du ja auch selber weißt, keine Nummer. Ja? Also wir haben Kapazitäten und wir nehmen eine bestimmte Anzahl von Menschen auf und das ist es. Ja? Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, man hat echt den Eindruck, dass es nicht um euch dabei geht, um das Business. Natürlich ist das logisch, du musst was essen. Aber ich habe den Eindruck, dass es euch am Herzen liegt, dass euer Erfolg mein Erfolg ist. Also nicht, wenn ich Erfolg habe, habt ihr Erfolg. Und das spürt man bei euch. Vielen Dank. Es gab ja auch zwischendurch so diese, darf man hier Arschtritt sagen? Ja, absolut. Es gab ja auch zwischendurch die Sachen, weiß ich noch, kann ich mich erinnern, wenn man so, ach, Jeffrey, ich habe hier so Schwierigkeiten, weiß nicht. Und da habe ich Mitleid erwartet und habe von dir einfach eine brachiale, also für mich brachiale Antwort bekommen. Kannst du dich noch entsinnen? Oh, ich habe ein Kilo draufgekriegt, das war Schulanfang, ich konnte dem Kuchen nicht widerstehen und am Abend den Braten. Und da hast du gesagt, so what, so ist das Leben. Absolut. Also, ne? Und da habe ich, dann machst du dir Gedanken und denkst, na toll. Also ich habe jetzt schon ein bisschen so, ne? Ja, wird schon Heike und Punkt. Und dieses. Ja, tut manchmal weh, gehört dazu, weil das rüttelt dich wieder wach, dass du deinen Weg gehen musst und nicht du. Ne? Und das ist eben der Punkt dabei. Ne? Ja, richtig cool. Richtig cool. Heiko, ich habe ja schon quasi gesagt, ich will es nicht in die Länge ziehen. Ich habe eine wichtige Frage noch und du darfst jetzt bitte nichts Falsches sagen. Kannst du denn die Zusammenarbeit mit mir bzw. uns empfehlen? Ja, 100%. Also Okay. wer das ernst meint, Ja. und das meine ich ernst, man muss es ernst meinen. Ich kann das immer nur wieder in jedem dritten sagen, wer es ernst meint, um sich selbst seiner Willen, ja, das geht ja nicht, sicherlich vielleicht manchmal, man hat es im Call manchmal mitbekommen, der eine hat ja jeder so seine Warums. Ja? Aber letzten Endes tut man es theoretisch ja für sich. Nur ausschließlich. Ne, auch vielleicht vom Partner oder so, ne, aber im Grunde nach für sich. Und das muss man wollen. Wie schon gesagt, man muss sich wirklich, und das denke ich, ist das ganze Geheimnis an der Sache, sich hingeben, manchmal auch Dinge nicht hinterfragen, mal so nehmen. Auch die Ernährungspläne waren nicht immer einfach. Ja. Das rauf und runter, und jetzt haben wir eine Fettwoche. Das erste, weißt du, was ich gegessen habe in der Fettwoche, das allererste, das war ein Spanschwein. Ja. Ja, ohne nichts, ich will das. Yeah. Und ich dachte, das kann nicht in Ordnung. Das kann nicht. Also Fett und nee, das wirft mich jetzt hier wieder vollkommen zurück.
Dann war es auch so ein Stück, ich sage, funktioniert nicht, habe mich gewogen, funktioniert nicht. Anna war da und hat gesagt, ah, du darfst das nicht so eins zu eins, du musst gucken, du hast vielleicht noch Darminhalt, dies, jenes, das geht bei deinem Körper vielleicht nicht so schnell wie, aber es hat seinen Grund, mach das, zieh das durch. Zack, eine Woche später, großer Erfolg. Überraschung. Ja. Also ist, ja, also das muss man wirklich beherzigen. Man muss sich der Sache ein Stück hingeben. Man muss Frauen der Nummer geben. 12 Wochen zumindestens. Nach 12 Wochen brauchst du nicht mehr dran zweifeln. Kann ich heute jedem bestätigen. Zweifelst du auch nicht mehr dran, weil du deine Gewohnheit so hinbekommen hast in den 12 Wochen. Habe ich nie gedacht, dass du quasi alles tun kannst. Und das war für mich auch so dieses, weißt du, wo ich dir der erste Woche geschrieben habe, ich bin ganz aufgeregt, morgen geht's los. Dann hast du diesen Verzichtseffekt, diesen darf ich alles nicht mehr. Oh, vollkommener Quatsch. Na klar, um viel zu erreichen, gibt es gewisse Dinge, wo man sagt, komm, lass mal. Später. Ja, wenn du dein Ziel hast. Aber der Kern ist der, wenn du es erreicht hast, beginnt ja theoretisch erst die Reise. Und die ist wirklich so, du kriegst es in die 12 Wochen Bewusstsein rein, dass du wirklich sagen kannst, ich habe es ein ganzes Stück verstanden, noch nicht 1000% verinnerlicht, ich habe es verstanden. Und das reicht zu, um dein Leben vollkommen in die Spur zu bekommen, wo du dauerhaft leben kannst. Ohne Absolut. Verzicht, ohne dein Stück Kuchen beim Schulanfang, ohne das Schnäpschen oder Bierchen, ist alles dabei im Leben. Du musst nur wissen, wie. Und dann Absolut, danke. hat schon wieder Wehgeld. Weil das so simpel ist. Mensch, das ist so simpel. Also Heiko, ich danke dir auf jeden Fall fürs Erste, für dein Vertrauen. Wir sind ja vermeintlich noch gar nicht am Ende der Reise, aber das ist Zukunftsmusik. Ich danke dir für die letzten Wochen, weil du ein sehr angenehmer Zeitgenosse, ein sehr angenehmer Sparringpartner, ein sehr angenehmer Mensch in der Zusammenarbeit bist, ja, und das Ergebnis spricht für sich und vor allen Dingen auch für dich. Ja, also vielen Dank dafür. Ich beende hier die Aufzeichnung, du bleibst aber bitte noch drinne, okay? Natürlich. Super.